Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Kingdom Hearts. Ich dachte mir, ich mache jetzt mal kurz hier eine Kurzaufnahme, weil ich sonst hätte die Folgen ausfallen lassen müssen, da ich im Training halt absolut noch zu langsam vorankomme. Jetzt dachte ich mir, okay, ich mache mal eine kurze Aufnahme, mache mal noch einmal mit euch zusammen den Herkules Cup. Werd das dann so ein bisschen regeln. Auch nur so lange, bis wir rausfliegen. Es kann natürlich sein, dass wir bei Cloud rausfliegen. Das kann immer passieren. Ein bisschen habe ich schon gelevelt, wie gesagt. Habe das auch ein bisschen auf Twitch gemacht. Also manchmal mache ich das so. Werde ich das auch in Zukunft noch machen, das wollte ich damit sagen. Ansonsten habe ich noch was anderes vor, damit es nicht dieses, ja, stupide Leveln ist hier und ich noch ein paar Folgen wenigstens habe, bis ich mit dem Level soweit bin. Dachte ich mir, können wir doch auch einfach mal die, ja, versteckte Welt von Winnie Pooh fertig machen. Wir haben ja die verlorenen Seiten, glaube ich, alle zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass wir alle zusammen haben. Und das werden wir natürlich herausfinden, ob das alle sind. Wenn nachher noch was fehlen sollte, muss ich halt die Seite noch holen später. Dann sehen wir den Rest mit dem Schlüsselloch erst am Ende. Und da ist schon das Level Up von Sora. Genau das, was wir brauchen. Die anderen leveln natürlich auch fleißig mit. Und hier, ihr seht ja, 16 Punkte pro Mob. Dann kommt noch Herkules mit 700, Cloud mit 500. Also es geht hier tatsächlich das Leveln am besten. Den Hades Cup habe ich herausgefunden, dass wir zuerst die Hollow Bastion fertig machen müssen. Was bedeutet, ich kann den Hades Cup erst machen, nachdem ich diesen nervigen Boss besiegt habe. Ja, also hier Riku. Ja, Anselm Riku. Ja, ist da ein bisschen blöd jetzt. Aber ja, das ist genauso. Ach, übrigens, das Level, ja, das ist genauso spannend, wie man sich das vorstellt. Wie gesagt, ich werde mal ab und an vielleicht auch mal auf Twitch ein bisschen rummachen, aber es wird eher erstmal ganz selten sein, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Da haben wir gestern auch WoW gespielt übrigens. Ja. Ja, ich versuche auch. Ich bin voll reingelaufen. Ich versuche jetzt natürlich auch gerade hier das Ganze so ein bisschen zu überquatschen, wie man merkt. Da ist doch nur stupides Draufkloppen ist gerade im Moment. Und es ist wirklich spannend. Nichts wirklich Spannendes dabei ist. Also quatsche ich euch einfach mal so ein bisschen die Ohren voll. Ja, die kennen wir alle schon. Inzwischen fallen die ja auch um, wie die fliegen hier. Ich warte ja noch drauf, dass Cloud und so schneller gehen. Ey. Und die zwei Fliegenden noch. Wie gesagt, das Leveln ist wirklich so spannend. Also ich mache nichts anderes, als eigentlich hier permanent dieses Turnier immer neu zu starten. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlt. Allerdings muss ich natürlich nebenher auch noch die Happy Few und die Kusa aufnehmen. Ja, deswegen, es kann passieren. Ich kann das schon mal sagen, es kann passieren, dass wenn ich nicht genug Folgen zusammenbekomme, ich aber mit dem Level nicht schon so weit bin, wie ich will, dass ich vielleicht ein, zwei Tage oder vielleicht auch drei Tage, vielleicht auch eine Woche Kingdom Hearts ausfallen lassen muss, da ich wirklich die Zeit brauche zum Trainieren. Und weil ich halt auch keine Lust habe, ständig zu sterben. Und soweit ich weiß, kommt nach Riku gleich schon wieder Bosskämpfe und da sind dann noch teilweise noch schwierigere Bosse dabei. Der Hades Cup wird auch nicht einfach, das kann man auch schon sagen. Und deshalb sage ich halt ganz ehrlich, wenn dann Kingdom Hearts halt mal ausfällt, dann fällt's halt mal aus, ne? Ja. Ich muss mich ja auch mal, das könnte ich jetzt mal hier in der Folge einfach mal machen, weil wir ja eh nicht so viele ernste Themen gerade haben, könnte ich mal meinen Dank ausrichten an den Pyro, der auf seinem Kanal Werbung für mich macht. Was ich sehr cool finde und sehr, sehr lieb. Hat mir auch sehr nettes Feedback gegeben, ebenso auch wie der Vanni. Über sowas freue ich mich natürlich immer ganz arg und keine Ahnung, es macht ja eh ohnehin viel Spaß hier mit dem Aufnehmen und so. Und wenn dann auch noch das richtige Feedback kommt, ist es natürlich noch viel cooler und deshalb
vielen, vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Oh, der ist mir ins Gesicht gesprungen gerade. Ja, irgendwann geht das mit Cloud vielleicht auch noch besser. Weil er doch Kampf ist. Verdammt. Kampf ist. Ja, das war's, Cloud. Das war blöd, dass du jetzt diesen Sprung gemacht hast, weil dadurch warst du kurz hittable. Aber auch Cloud läuft tatsächlich inzwischen um einiges besser als noch bei den letzten Versuchen. Also man merkt schon, ich habe jetzt 3 Level, glaube ich, schon gemacht. Seither und ach komm, Leute. Ich habe da auch mal so ein bisschen Tricks gelesen hier. Oh, Tipp zum Trainieren. Geh in die Stadt hier nach Traverse und arbeite dich da einfach durch. Aber da kriege ich im Leben nicht so viele EP wie hier. Vor allem hier kommen die Mobs ja immer so schön gesammelt und ne. Und du kannst am Ende auch einfach dann sagen, ja, von vorne beginnen. Und dann kommt einfach alles nochmal. Und keine Ahnung, es geht einfach viel schneller. Als jetzt in Traverse oder sonst irgendwo, ne? Wo du immer erst hinterherlaufen musst, dann geben die Mobs 3 Punkte oder so. Hier kriegst du 28. Ich denke mal, vielleicht bei Peter Pan kannst du auch noch ganz gut, weil es ja dieselben Mobs sind eigentlich fast. Dankeschön. Ja, ich bin jetzt natürlich hier auch unvorsichtig, weil es halt doch nur Training ist. Und wir hier die Punkte zum Glück nicht so wie beim in den Leveln verlieren, was auch noch dazu kommt. Das heißt, ich kann das so oft machen, wie ich will. Ich kann immer so weit machen. Ich kann auch jedes Mal bei Cloud aufhören. Dadurch, dass aber Herk zu viel Punkte gibt, sage ich halt, na nö, lieber mach mal so. Und jetzt, apropos Herk, das sind wir jetzt schon wieder. Und eigentlich geht der ja auch ziemlich flott. Der dauert ein bisschen länger als Cloud. Obwohl, nicht mal. Es ist schwierig. Ich heile mich erstmal. Ja, ja, ich habe immer noch nicht genug. Wir haben gerade erst angefangen. Du Holz. Und bam. Komm, mach deinen Scheiß. Ernsthaft? Ich ging aber weit. Alter. Hier, friss. Das war gar nicht übel. Ach, warum musst du denn immer springen? Jetzt hebt die blöde Kiste auch so. Ja, komm her. So, drauf da. Ja, da war nix. Der ist besser. Ach komm. Ich wusste nicht, dass der jetzt losrennt. Das ist ziemlich lustig. Du musst einfach immer nur so nach links. Oh, ey. Oh, ey, das. Ich hätte das eigentlich gerade schon verloren, ne? Das ist euch klar. Ach, gar nicht. Ich finde das uncool. Und wieso euch? Ich kämpfe alleine. Ja, Fiss. Fiss. Ernsthaft. Fiss. Ey. Das wollte ich gar nicht. Aber er ist gerade auch wieder Gott. Also ich kann gerade gar nichts machen. Bis er sich wieder ein bisschen beruhigt. So, genau das meine ich. Und manchmal geht das echt ganz gut in dem Kampf. Aber manchmal überhaupt nicht. Weil Herk da einfach nervt. Ja, da fängt er an, die ganze Zeit rum zu Beybladen. Oder er macht die ganze Zeit seine blöden Gottfähigkeiten, wo ich dann gar nichts machen kann gegen ihn. Ja, genau, das meine ich. Wo ich gar nichts gegen ihn machen kann. Ach, immer noch nicht genug. Bla 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 bla. Sagte der Poser, Alter. Hier. Penner. So, und jetzt truff da. So, jetzt macht er einen Scheiß. Komm. Ach ne, jetzt macht er wieder das. Es ist tatsächlich besser, wenn man auch was sieht. Weil gerade eben haben wir das ja blind gemacht. Ja. Blöd, dass du nicht in Gott gegangen bist, mein Freund.
Aua. Na, wie schmeckt euch das? Ach, scheiße. Jetzt muss ich wieder warten, bis die blöden Kisten da sind. Immer noch nicht genug? Hier, friss. Oh. Das Problem ist, während er halt hier rumrennt, kann ich halt gar nichts gegen ihn machen. Das ist das Problem. Oh, jetzt komm mal runter wieder. Ja, ich verliere den Kampf gerade, übrigens. Ah, ne. Ja klar, werf's auf die andere Kiste. Na, wie schmeckt euch das? Oh, jetzt hätte ich gerade, wollte ich auf ihn drauf. Genau solche Sachen meine ich. Solche Sachen ziehen den Kampf so unnötig in die Länge. Vor allem, weil es halt wirklich unnötig ist. Ne? Das war gerade wirklich so sinnlos. Und jetzt fängt er wieder an mit seinem blöden Rumrennen. Ah, ja, komm her, kraftig. Ja, alles gut. Ja, wow. Schön kannst du das. Wow, jetzt kommt wieder der blöde Jump. Oh, jetzt geht er wieder an Gott. Gott, der ist so nervig, ne? Ach, jetzt. Mann, das ist so nervig. Ja, aber jetzt habe ich ihn genau deswegen. Nervensäge. Egal. Auf jeden Fall ist der Sinn dahinter gewesen. Weil hier kann ich jetzt diesmal nicht nochmal von vorne. Und da kann ich jetzt immer von vorne starten. Ja, so habe ich trainiert. Bis jetzt. Und, geht ganz gut, deswegen dachte ich mir, ich mache das auch so weiter. Aber ich kann ja auch die Folgen nicht ausfallen lassen. Zumindest mal nicht allzu lange und demnach dachte ich mir, schieben wir doch jetzt das mit Winnie Pooh einfach das Fischen. Na, sind wir schon auf 47. Ich denke mal, so nach und nach könnte man das jetzt wahrscheinlich auch nochmal probieren. Mit Riku. Aber warum hetzen? Ne? Warum hetzen? Notfalls lasse ich halt wirklich was ausfallen, aber muss man mal schauen. Ne? So, und da wir diese Welt so oder so machen müssen, kann man es ja auch, oh, jetzt ist mir gerade das Bild verrutscht, verdammt. Egal, jetzt, irgendwie müsste es jetzt wieder passen, verdammt, nochmal. Egal, jetzt können wir hier mal schauen, Arena des Olymp, nee, wir wollen nach Traverse wollen wir, und dann, ach, ich habe normal gedrückt, ne? Ja, gut. Schönes Wetter heute, ne? Also zumindest war es das bis jetzt. Jetzt wird es irgendwie grau. Zumindest bei uns. Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich das mit Gummichat nicht machen, weil das nämlich immer so lange dauert. Und das nicht sonderlich spannend ist, ehrlich gesagt. Na, verdammt. Naja. Ja, wie gesagt, ich könnte ja noch ein bisschen was von der Gamescom erzählen, theoretisch, falls es noch jemanden interessiert. Ja, nee, habe ich schon. Verdammt. Ja, es war halt nicht so prickelnd. Es war nicht so prickelnd, war eher langweilig. Zu wenig Neuankündigungen. Zu wenig imposante Stände. Zu wenig wirklich Spiele, wo ich jetzt sage, es lohnt sich. Und wenn, dann waren es Sachen, die man hier schon kennt. Ich muss sagen, die Indie-Ecke hat mir diesmal am besten gefallen. Wir haben uns da ganz nett unterhalten mit Keoken. Wegen hier Deliver Us the Moon. Ein T-Shirt bekommen. Ziemlich cool. Wir haben es sogar zusammengelegt bekommen. weil wir ihn nämlich nicht verstanden haben, als er meinte, so hier, ja, sollen wir es, soll ich es noch zusammenfalten oder so, ne? Und wir haben das irgendwie gesagt. Er meinte, also wir haben es wirklich akustisch nicht verstanden. Ne? Und dachten so, okay, vielleicht meint er ja eine Unterschrift oder so, ne? Also haben wir einfach mal gesagt, ja klar, ne? Und ja, dann hat er sich Mühe gegeben, das Ding zusammenzufalten. Auch das war total niedlich. Ne, war cool. In die Ecke immer zu empfehlen auf der Gamescom. Schon die letzten Jahre, die werden immer besser. Da bekommst du auch nicht nur meistens als Gewinn oder als, wenn du etwas fängst oder so, nicht unbedingt so einen blöden Button oder irgend so einen blöden Schlüsselanhänger, den man nicht braucht. Oder Gulli. Oder Feuerzeug. Ich weiß nicht, was sie alles da so reinschmeißen. Sondern du bekommst halt wirklich teilweise T-Shirts. Dann kannst du sogar Spiele gewinnen. Also ganze Spiele-Codes und so weiter. Ne, also ich, wie gesagt, also in die Ecke lohnt sich.
sind teilweise bessere Spiele dabei als die AAA-Titel. Tatsächlich, also zumindest optisch. Ja, sonst, ich meine, war alles ein bisschen enttäuschend. Square Enix zum Beispiel war überraschenderweise sehr klein dieses Jahr. Ein sehr, sehr kleiner Stand. Also, und auch so ein bisschen schade eigentlich, dass er so klein war, weil, ne? Gut, Life is Strange 2 war da, Dragon Quest, so. Weiß nicht, nicht mal Final Fantasy 15 war da. Und ich dachte, die wollen das noch so lange, so viele Jahre weitermachen. Und hatten diesmal nicht mal irgendwie einen Stand dafür. Ja, ist total untergegangen, war auch schade. Naja.